Herzlich willkommen bei der Autobahnpolizei. Du spielst in den Rollen von Semir Gerkan und Ben Jäger. Die beiden sind Kriminalhauptkommissare und Partner im Dienst der Autobahnpolizei. Dich erwarten viele Aufgaben und Einsätze. Es ist Dienstbeginn. Fahr zunächst zum Polizeirevier. In den Einsätzen, die dich erwarten, hast du Teilaufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel ein Zeitlimit einhalten, möglichst wenig Sach- oder Fahrzeugschäden anrichten, mit einem Gegner kollidieren, ihn ausbremsen oder sein Fahrzeug beschießen. Rennen fahren, Rampen springen, Verdächtige beschatten. Rufst du die Spielpause auf, kannst du dich über die Teilaufgaben informieren, die du gerade zu lösen oder die du schon erfolgreich abgeschlossen hast. Du bekommst noch Gelegenheit, ein paar besondere Einsätze zu üben. An dem Einsatztraining kannst du freiwillig teilnehmen und du bekommst genaue Anweisungen, wie man ein Fahrzeug ausbremst, wie man die Drohne benutzt, wie du auf Fahrzeuge schießen kannst. Wenn du wissen möchtest, wie du zum Beispiel das Blaulicht anschaltest, den Nitro-Booster einsetzt, die Handbremse benutzt, die Kamera wechselst, dann kannst du in den folgenden Missionen jederzeit ein Menü aufrufen. Hier suchst du dir einen Punkt aus und lässt dir die Funktion erklären. Dein Ziel ist es, die Aufgaben nicht nur erfolgreich zu lösen, sondern auch noch besonders gut. Jede Mission wird mit bis zu 5 Sternen bewertet. Behältst du 5 Sterne, dann ist das ausgezeichnet. Es kostet dich Sterne, wenn du die Vorgaben nicht einhältst und diese zu deinen Gunsten geändert werden. Du kannst Aufgaben zwar erfolgreich abschließen, ohne am Ende einen Stern zu erhalten, nur dass sich das in deiner Bewertung nicht positiv bemerkbar macht. Du bekommst gleich Gelegenheit, die Bewertung kennenzulernen. Viel Spaß in den Rollen von Semir und Ben. Ah, guten Morgen, Herr Kriminalhauptkommissar. Ja, ebenso morgen, Kriminalhauptkommissar. Na, liegt schon was an? Frühstück? Ja, gute Idee. Dann such doch mal eine Bäckerei. Nutze diese Funktion, wann immer du eine bestimmte Aktion im Spiel auslösen musst. Wie zum Beispiel das Starten der Drohne. Steht dir eine spezielle Funktion zur Verfügung, wird sie dir rechts oben angezeigt. Hier läuft die Zeit ab. Jetzt solltest du dich beeilen.
Jeder Meter, den du bummelst, dich verfährst oder anders aufgehalten wirst, kostet dich in gleichen zeitlichen Abständen alle 5 Sterne, bis die Zeit abgelaufen ist.